Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und im heutigen Video geht es um das Thema, wie Mobility deine Leistung steigern kann und deine Kraft steigern kann. Denn ich werde relativ häufig immer noch gefragt, ob ich mal meine Mobility-Routine zeigen kann, die ich vorm Kniebeugen mache oder vorm Bankdrücken mache, wie Leute ihre Kniebeuge, ihr Bankdrücken etc. verbessern können durch Mobility. Und wenn ich ehrlich bin, Bro, ich habe seit 5 Jahren kein Mobility-Training mehr gemacht, weil was viele irgendwie nicht auf dem Schirm haben ist, Ich definiere jetzt mal Mobility-Training. Also Mobility-Training sind Techniken, die man anwendet, um beweglicher zu werden oder mehr ROM dazu zu gewinnen. Das Problem ist aber, das bringt euch überhaupt nichts, wenn das nicht zielgerichtet ist. Also ihr müsst mit Mobility-Training immer ein Problem lösen wollen. Beispiel, ich gebe euch in diesem Video, ich sage euch jetzt, warum es Bullshit ist, nach so einer Scheiße zu fragen. Und dann gebe ich euch 3 Beispiele, wo es Sinn macht, mit gezielten Übungen eventuell was zu bewirken. Aber was, und dann zeige ich euch, was grundsätzlich viel, viel, viel mehr Sinn macht. Nach Mobility-Routinen zu fragen, ist Bullshit. Aus dem Grund, weil ihr werdet immer andere Probleme haben als ich oder als Person XY, irgendwie in eine Kniebeuge zu kommen oder in eine vernünftige Bankdrückposition zu kommen. Und Beweglichkeit an sich ist meistens nie die Lösung, beziehungsweise nicht eine Mobility-Routine, die man vor dem Training macht. Also ich glaube, was viele erwarten, wenn sie mich nach einer Mobility-Routine fragen, ist irgendwie so eine 15-Minuten-Routine vorm Training, wo man so Scorpions macht und sich verdreht und wo man irgendwie vielleicht noch sowas hier macht und dann mit einem Band noch irgendwas dehnt, einfach um ready zu sein fürs Training. Das Problem ist aber, das ist überhaupt nicht zielführend. Ich gebe euch jetzt 3 konkrete Beispiele, wo es Sinn machen kann, mit Mobility-Training gezielt zu arbeiten. Und zwar ist es folgendes, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr beim Schulterdrücken nicht in der Lage seid, den Arm in diese Position zu führen, sondern weil eure Brust oder was auch immer so kurz arretiert ist, dass ihr nur bis hierhin kommt, ja, dann könnt ihr ja quasi gar kein Schulterdrücken machen, ohne die Beweglichkeit euch anzueignen. Das heißt, beim Schulterdrücken solltet ihr erstmal sicherstellen, dass ihr in diese Position kommt. Und wenn ihr das nicht kommt, dann macht es Sinn, Mobility-Training einzubauen, um dorthin zu kommen, um effektiv Schulter trainieren zu können. Das heißt, es muss immer zielgerichtet sein. Ich habe ein Problem, ich kann keine Schulter trainieren, weil ich meinen Arm gar nicht nach dahin bekomme. Dann muss ich daran arbeiten. Dafür eine ganz, ganz, ganz geile, simple Übung ist folgendes. Ihr nehmt euch ein Band zum Beispiel, das könnt ihr aber auch mit einer Hantel machen oder einfach, indem ihr euch irgendwo gegenlehnt. Ich mache es aber jetzt mit einem Band, weil das das Effektivste ist. By the way, die Bänder findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Ja? Es kann sogar sein, Tobi, haben wir gerade Spring Sale? Wir haben Spring Sale, oder? Es kann sein, dass diese Woche der Spring Sale gestartet hat. Das heißt, es gibt einige Rabatte im Shop. Und was ihr dann damit macht, also checkt das ruhig mal ab, ist folgendes. Ihr geht einfach, ihr versucht in die Bewegung reinzukommen, in die ihr reinkommen wollt. Das ist Mobility-Training. Das heißt, ihr kommt nicht weit genug, ihr kommt nur bis hierhin, dann steht ihr halt hier. Irgendwann kommt ihr bis hier, irgendwann bis hier. Und dann versucht ihr einfach, in diese Bewegung reinzudehnen und diesen Bewegungsablauf frei zu machen, um dahin zu bekommen. Das heißt aber, wenn ihr mich jetzt fragt und ihr habt das Problem, zeigt mal deine Mobility-Routine. Ich zeige euch sowas hier. Das bringt euch nichts für die Schulter, verstehst du? Anderes Thema. Kniebeugen. Da ist jetzt auch das Problem, das viele nicht verstehen. Mobility, Stability oder wie auch immer man das definieren will, benennen will. Ist scheißegal. Viele haben das Problem, dass sie bei der Kniebeuge das hier haben, das Phänomen. Und so beugen. Ne? Das heißt, hinten werden sie rund. Und dann denken sie, ah, ich werde rund. Mir fehlt Beweglichkeit, sonst würde ich ja gerade bleiben. Dann fragen Sie mich, Tyson, was kann ich denn machen? Und bei der Kniebeuge, welche Mobility-Übung muss ich machen, um bei der Kniebeuge im Gramm Rücken runterzukommen? Das Problem ist, da hilft dir gar keine Mobility-Übung, sondern du müsstest mal an deiner Kontrolle vom Rumpf arbeiten. Ganz einfache Übung, Goblet Squat, hier, pass auf, dieses Ding. Du nimmst hier so eine Scheibe, wenn du das Problem haben solltest, und versuchst erstmal den Rumpf neutral zu halten und statt dich einfach nur reinfallen zu lassen, zu sagen, ich habe keine Mobility, gehst du mal kontrolliert runter hier mit dem Rumpf, kippst du in der Hüfte, ihr kennt das schon aus den Kniebeuge-Tutorials, wenn ihr es nicht kennt, Tobi verlinkt mal so ein Kniebeuge-Video in der Beschreibung, kriegen wir hin, oben rechts in der Infobox, dass ihr lernt, wie man richtig kniebeugt mit so einem Goblet Squat, weil da geht es um Kontrolle, nicht um Beweglichkeit. Folgendes, hier zu kontrollieren und runterzukommen, bam, hier kontrolliert. Rumpf bleibt gerade und wieder hoch. Natürlich, wenn ich mich nicht kontrolliere und einfach runtergehe und einen runden Rücken bekomme, ja, dann liegt das aber nicht an meiner Beweglichkeit, sondern dass ich einfach keine Kontrolle im Rumpf habe. Das heißt, ein komplett anderes Problem. Was natürlich sein kann, ist, wenn ihr anfangt und wirklich gar keine Beweglichkeit im Sprunggelenk habt und wirklich das Phänomen habt, ihr kommt hier nicht weiter nach vorne und ihr fallt vom Schwerpunkt immer nach hinten.
ja, dann ist eure Mobility-Routine auch nicht 15 Minuten irgendeine Verdrehscheiße, sondern was ihr macht ist, ihr geht einfach mal rational dran. Okay, wo will ich hin? Ich will in so eine Position reinkommen. Ich komme aber im Moment nur in so eine Position rein. Was macht ihr? Ihr haltet euch fest und versucht hier, euch Step by Step nach vorne zu arbeiten. So trainiert ihr am effektivsten die Beweglichkeit, die ihr braucht, indem ihr einfach in die Bewegung, in die ihr rein wollt, euch irgendwie reinzwingt. So, das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Und auch hier nochmal, ich glaube, es hat sich rauskristallisiert, ihr macht nur Mobility oder nur Beweglichkeit, wenn ihr sie benötigt, um euer Training besser zu machen oder effektiver zu machen. Im Sinne von, ich kann keine Kniebeugen machen, weil ich kippe um und mir fehlt Sprunggelenksbeweglichkeit. Dann macht es Sinn, Mobility zu machen. Oder ich kann keine Schulter trainieren, weil ich komme mit dem Arm nicht nach oben. Dann macht es Sinn, Mobility zu machen. Beim Kreuzheben unter Umständen, ja, wenn ihr runtergehen wollt und euch passiert immer das hier. Ihr kommt hier, hier geht gar nichts. Ne? Also hier macht gar nichts frei. Ihr seid hier immer verkürzt und die Bewegung kommt über den Rücken. Dann ist das auch nicht eine unbedingt eine Dehn- oder Beweglichkeitssache, sondern auch unter Umständen eine Kraft-Koordinationssache, weil euer Körper ist es gar nicht gewohnt, hier eine Last drauf zu legen und wirklich mal über die Hüftstrecker zu arbeiten. Weil viele von euch sitzen, von der Toilette aufstehen, was weiß ich was, aber ihr seid es nicht gewohnt, mal Arsch zu geben. was auch nicht schlimm ist und auch, ne, ist ja jedem selber. Und dann hier machst du mal Folgendes, anstatt irgendeine Mobility-Übung, nimmst dir eine Langhantel oder von mir aus ein Gewicht und übst erst einmal. Stell dir das jetzt hier vor, mit einer Langhantel mit Gewicht drauf. Machst du rumänisches Kreuzheben und nimmst die Übung, die du verbessern willst, einfach direkt als dynamische Dehnübung. Und arbeitest hier rein und dann ist deine Progression eben nicht mehr Gewicht drauf zu packen, sondern von Training zu Training mehr ROM freizuschalten, immer mehr in den Stretch reinzugehen und du wirst merken, wie dein Körper immer mehr Beweglichkeit hinten freigibt, ohne dass du dich dehnst, indem du einfach die Übung, die du machen willst, machst. So, und das zum Thema, die beste Mobility-Routine für mehr Kraft. Es gibt nicht die beste Mobility-Routine für mehr Kraft. Es gibt kleine Ausnahmen, wo es Sinn macht, Mobility zu machen und das ist einfach ganz simpel. Geht in die Bewegung rein. Guckt, dass ihr in die Bewegung reinkommt und dann diese Frage, mache ich das vorm Training nach? So oft wie geht. So. Und auch am besten gar nicht vorm Training. Außer wenn es dir wirklich, wenn du kurz davor bist und es dir hilft. Ja. Weil normalerweise, wenn du dehnst oder so, selbst beim dynamischen Dehnen, du erhöhst so ein bisschen dein Verletzungsrisiko, wenn du quasi jetzt einen Bewegungsradius frei dehnst und dann Gewicht drauf packst. Deswegen immer in kleinen Schritten, am besten wirklich so oft es geht, wenn du weißt, ich habe ein Problem, in 4 Tagen ist wieder mein Training, wo ich das eigentlich gerne beheben möchte oder wo ich da mit dem Bewegungsablauf arbeiten möchte, davor schon dran arbeiten, damit du in dem Training dann so ready bist, wie es eben geht. Und hier auch noch der Tipp, wenn ihr diese Dehnübung macht, versucht es immer dynamisch zu machen, wie gesagt, in der Übung oder wie ich das gerade gezeigt habe. Wenn ihr es statisch macht mit so einem Band, versucht trotzdem immer so ein bisschen reinzuarbeiten, dass eine Dynamik entsteht. Weil ganz wichtig ist auch, nur Beweglichkeit bringt euch nichts. Also ich denke mal, euer Ziel wird es nicht sein, euch die Hüfte auszukugeln oder die Schulter auszukugeln, so aha, geil. Sondern ihr wollt ja auch in dem Bewegungsradius stark sein. Das heißt, immer den Bewegung oder den neu erlernten Bewegungsradius auch belasten. Immer unter Last, am Anfang natürlich weniger Last und dann langsam progressiv steigern. Das ist mein Take zur besten Mobility-Routine. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Kuss auf die Nuss. Geil.